Ihr müsst uns helfen. Geheimnisvoll. Sie verwandeln uns sonst in diese Dinger. Ich kann sie noch nicht. Doch, kann ich. Obwohl da Gegner sind? Nee, hier sind ja gar keine. Klack. Sind alle Käfige offen? Fast. Einer fehlt noch. Müssen wir wieder einen Moment warten? Oh, infizierte Frau. Inquisitor, bitte. Geht es noch gut? Geht es euch noch? Ihr scheint euch nicht gut zu fühlen. Was ist mit euch? Die Ordenkristalle. Ich kann sie fühlen. An meinen Fingerspitzen. Und an meinen Nägeln. Oh, und an meinen Augenlidern. Ich weiß, was geschehen wird. Ich habe einen Brief an meinen Liebsten. Würdet ihr ihn in die Höhlung des gekennzeichneten Baumes am Fluss legen? Sobald er aus dem Krieg heimkehrt, wird er wissen, dass er dort nachsehen muss. Er soll mich hassen und sein Leben weiterführen. Oh, okay. Können wir machen. Und das war sie. Das ist jetzt auch markiert. Irgendwo hier oben. Ah, okay, ja, ja. Den Wasserfall, an den erinnere ich mich noch. Da, wo ich nichts machen konnte, weil mich die Wölfe die ganze Zeit angegriffen haben. So, dann gehen wir noch zu dem Leutnant. Machen den auch noch platt. Irgendwo da rechts, wie komme ich denn da hin? Hier runter bestimmt nicht, oder? Geht's denn hier irgendwo hoch? Eigentlich auch nicht so wirklich, oder? Geht's da nirgendwo rauf? Ha. Dann muss ich wahrscheinlich doch runter und dann irgendwie rechts nochmal außenrum hinter den. Hinter dem Gebiet. Hm. Hops. Wirklich gut sind sie im Bauen, aber auch nicht. Also es sieht nicht wirklich gut aus hier. Aber es wurde ja auch zum Teil von Laien gebaut, so wie es aussieht. Ordentlich draufschießen. Ah, guck mal wieder, was wer uns da blockiert. So, das steht wieder im Weg. Nichts Neues, um ehrlich zu sein. Er will schon wieder einen Kristallgarten anlegen, habt ihr gehört? Wunderbar. Hey, hör auf. Oh wow, oh wow. Oh wow, was macht der denn für Superschaden hier? Oh, ich hätte vielleicht nicht rangehen sollen, so. Lieber weiter weggehen sollen. Hebt mal Sarah auf. Dann geht's ihr gleich besser. Okay, nur noch einmal. Irgendwen müssen wir noch töten, dann ist alles vorbei. Rote Häscher. War dann auch abgeschlossen. Ups, und hier gibt's auch noch was zu finden. Lasst uns hier raus! Erstmal lassen wir sie allerdings raus. Zack. Dann haben wir sie alle steinig gerettet. Ihr habt uns gerettet. Ach, ein Urteil jetzt wird wieder verlangt. Endlich wieder nach Hause. Von wem denn? Na, über wen denn? Von ist klar, von uns, aber. Über wen sollen wir richten? Ich habe so das Gefühl, dass es hier oben drin ist, was wir suchen. So ist es auch. Befehle des Hauptmanns Klimt, dass ich Leutnant Kut, wahrscheinlich über den, nicht gut fühlt, müsst ihr euch um die Dame aus dem Dorf kümmern. Stellt eine Lieferung aus den wichtigsten Vorräten zusammen und setzt ein bisschen unter Druck. Mhm. Ach, das will ich auch noch plündern. Ah, okay, den Leutnant müssen wir noch finden. Zur Strecke bringen, dann hat sich das auch erledigt. Dann ist der Steinbruch wieder sicher. Naja, zumindest halbwegs. Von roten Templern befreit das meistens schon wesentlich besser. Komm. Bumm. Noch einmal.
gibt es auch noch Schaden hier. Doofen Typen. Ja, wir will schon wieder einen Kristallgarten anlegen. Warum braucht man das? So, ja, weil wir wenig Gesundheit haben. Okay. Verstehe ich. Also das habe ich jetzt bestimmt 20 Mal gehört. Das ist auch nicht mehr gut. Zumindest 10 Mal. Rote Häscher. Das war's. Und die können wir sogar plündern, die Rotlyrium-Truhe. Da sind aber nur Reichszähne drin. Okay, okay, von hier komme ich auch anscheinend irgendwo anders noch hin. Mal gucken. Vielleicht erwartet uns ja was Schönes mal zur Abwechslung. Ein Geheimnis? Ein Drache? Hier geht's nach rechts. Gucke ich erstmal hier lang. Hier scheint es irgendwo zurückzuführen. Zu einem anderen Ort. Oh, die Musik, sage ich schon. Der Wind, schon mal nicht schlecht. Sarah, gab es eigentlich jemals jemanden, der tatsächlich die rote Jenny hieß? Ja, gab es. Vielleicht. Wer wundert das überhaupt? Fragt ihr euch denn nie, wie es mit eurer Gruppe angefangen hat? Warum? Sie ist ja nicht wie die Kirche, bei der es wichtig ist, wieso sie gegründet wurde. Das ist wahr. Diesen Stellenwert hat sie nun wirklich nicht. Ich an eurer Stelle wäre vorsichtig. Die Elevara sind echt fies. Okay. Aber es gab vielleicht tatsächlich eine rote Jenny mal. Wer das wohl gewesen ist? Wir werden es nie erfahren. Was sei denn, Sarah sagt es uns. Oder wir lesen es irgendwo. Aber das glaube ich nicht. So, was erwartet uns hier drin? Es scheint auf jeden Fall ziemlich tief unter die Erde zu führen. Aber hier waren Leute auf jeden Fall schon mal. Ha. Was ist am Ende des Tunnels? Außer vielleicht Licht? Das habe ich gar nicht erkannt. Ha. Stabiler Langbogenplan. Okay, und hier kommen wir wieder raus. War also ein langer Tunnel. Der führt anscheinend zu was Besonderem. Oder ich verstehe nicht, was es uns hier jetzt zeigen soll. Wir kommen hier auch nicht hoch oder so. Merkwürdig. Vielleicht zurück in der Höhle? Ist ja ein komischer Ort. Also wenn ich jetzt hier nichts in der Umgebung direkt finde, dann ist hier auch meiner Meinung nach nichts. Ha. Aber es ist hier tatsächlich was. Ja, ich würde da nur gerne mal hochspringen, aber lässt mich nicht so. Okay, für eine überragende Frostrune haben wir das jetzt gemacht. So scheint es zumindest. Ich gehe noch durch den Rest des Tunnels, dann ist aber Schluss. Tja. Sehr, sehr komisch. Okay, dann haben wir hier Scherbe, Scherbe, Scherbe. Hier ist, glaube ich, nicht besonders viel. Hauptsache Gröll, hauptsächlich. Dann würde ich sagen, und die verschlossene Tür, die gibt es anscheinend nicht. Dann würde ich hier nochmal hinreisen, gucken, was die verschlossene Tür macht. Die Höhle da, mit den Rissen auch. Und, ah, wir behalten das Ding sogar. Oh, wo ist hier die verschlossene Tür? Das könnte ein Problem sein. Auch die scheint irgendwo unterirdisch zu sein. Hm.
Naja, was soll's. Gucken, gehen wir mal zu der Facht. Oder kommen wir hier auch an. Doch. Hier runter war das. Dann hier links. Was ist los? Hat sich ja nicht gut angehört. Kommen wir jetzt da rein? Tatsache. Okay, hier erwartet uns aber auf jeden Fall ein Riss. Hier waren wir doch schon mal, oder? Wir laufen irgendwie in die falsche Richtung. Moment, das ist die verschlossene Tür. Gab es zwei von und wir waren auch schon am Ende. Ich kann mich erinnern, wir haben hier auch gekämpft. Na komm, Sarah. Mach du das mal. Hinter war aber nichts Besonderes, doch? Hä? Bin ich hier einfach rausgegangen, ohne nachzugucken, was hinter der anderen Tür ist? Oder hat mich das einfach nicht interessiert, was hier drin war? Beides halte ich... Also eins... Nee, eigentlich halte ich beides für unwahrscheinlich, weil... Hä? Dann ging es hier noch tiefer und hier unten... war dann Schluss, ne? Naja, gut. Dann weiß ich allerdings immer noch nicht, wie man dahinter kommt. Drakons Schlund. Ups. Wir sind direkt nebenan. Das ist direkt unter dem Lager. Ja, dann würde ich mal gucken, wie man da hinkommt. Von hier. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Hier rechts lang und dann... Ich höre mal Bellen und oder was das ist. Sehr, sehr komisch. Ich will ja eigentlich nicht hier runter, obwohl vielleicht geht's ja irgendwo anders. Da lang. Es muss doch irgendwie einen Weg zu Drakons Schlund geben. Ja doch, wenn ich nicht hier runter gehe, auf jeden Fall hier lang. Hier scheint sogar noch so einiges zu sein, ne? Da ist auf jeden Fall der Riss. Okay, Level 19 Riss. Aua. Das ist machbar. Was trifft uns da eigentlich immer wieder? Bumm. Ist noch ein Schemen. Das waren es jetzt aber. Ne, da hinten noch ein. So. Was ist Böses rausgekommen? Hier wieder. Aber vielleicht kriegen wir den, bevor er seinen. Seine Barriere aufmachen kann. Ja, Tatsache. Den haben wir erledigen können, bevor eine Barriere kam. Den anderen aber nicht. Egal, es geht auch so. Holen wir uns erstmal die kleinen Schemen hier. Schemenhaft. So. Und so, er ist immer noch im Leben. Komm schon. Mit dir. Das war's jetzt aber mit ihm. Und... Come on.